Prime Video ist für 30 Tage umsonst. Was kann ich denn wohl in der Zeit da alles weggucken? Das rechne ich euch jetzt mal genau aus. Herzlich willkommen in meinem Gedankenpalast. Hier, das sind alles meine Gedanken, die ich quasi an meine Hirnrinde festtackere mit der Macht der Synapsen. Und wir fangen jetzt erstmal an mit den Regeln. Denn, ne, muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Wir können hier nicht einfach kreuz und quer irgendwie was machen. Das Ganze muss schon Hand und Fuß haben. Und deshalb brauchen wir Regeln. Sinn und Verstand, Hand und Fuß. Regeln. Regel Nummer 1. An einem Wochenende beginnen. Ja? Denn bei 30 Tagen bedeutet das, dass ich auf jeden Fall ein Wochenende mehr habe, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, an einem Dienstag anfangen würde. Hopsa. Samstag. Rasieren, naja, würde ich jetzt einfach mal ganz streichen. Ich meine, gut, dann ist das ein bisschen vorbei mit dem geilen Schnubbi, ne? Aber warum nicht mal so ein bisschen Vollbart? Ist auch mal was Feines. Wer richtig bingen will, muss sich trotzdem auch vernünftig ernähren. Ja, das ist ja klar. Es nützt ja nichts. Weil was bringt es mir, wenn ich binge und ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren und werde total müde? Nein, gesundes Essen bedeutet auch besseres Bingen. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass ihr nicht alleine wohnt. Vielleicht habt ihr Mitbewohner nichtmenschlicher Natur, die ganze Zeit eure Aufmerksamkeit wollen. Sie wollen gestreichelt werden, sie wollen gefüttert werden, sie wollen, dass man mit ihnen rausgeht zum Pinkeln. Dafür habt ihr diesmal keine Zeit. Deshalb werden sie in einen schönen Urlaub geschickt. Das bedeutet, Schildkröte, Goldfisch, Hamster, Uhu, Dackel, Mops, die gehen jetzt alle mal zu eurer Mutter, zu eurer Tante, zu eurer Schwester, zu eurem Schwager, nicht zum Schwager, aber irgendwohin, wo sie es gut haben und mal ein bisschen ausspannen können. Und der Hund hat euch so doll vermisst, dass er euch jetzt noch viel lieber hat. Absence makes the heart grow fonder, wie irgendjemand mal gesagt hat. So, das wäre geklärt. Und jetzt geht's ans Eingemachte, an die Knochen, an die Eingeweide. Denn jetzt geht's an die Zahlen. Wie viele Stunden hat der Tag? Wie viele Stunden hat die Woche? Wie viele Stunden haben 30 Tage? Und wie viel können wir davon effektiv nutzen, um so viel zu gucken wie möglich? Das werden wir jetzt herausfinden. Man kann theoretisch auch natürlich bereits auf dem Weg zur Arbeit einen gesunden Snack verzehren. Auch fürs Bingen sollten wir auf Schlafen nicht verzichten, 6 bis 8 Stunden pro Nacht. Dann lebt man am längsten. Und wenn man am längsten lebt, dann kann man die Zeit ja nutzen, um noch mehr zu bingen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht hier auch auf dem Klo binscht. Aber ich möchte mich hier entspannen. Ich war gerade auf dem Klo, ja und? Mann! Bewusst essen tut dem Darm gut. Mahlzeit sollte 20 Minuten dauern. Ich hab keine Ahnung. Halt du mal deine Fretze. Ich sag dir eine Sache. Hey, tu mich nicht und du brech, wenn ich zack, so die Mit dem Burger wäre das nicht passiert. Ja, vielleicht sollte ich mir doch 20 Minuten nehmen. Man muss ja auch genießen, ne, und nicht nur schlingen. Und so ein Brokkoli entfaltet sein ganzes Aroma ja auch erst, wenn man ihn langsam auf der Zunge zergehen lässt. Mmh. Stunden. Und wie fülle ich die am sinnvollsten? Ich würde sagen, erstmal mit Prime Originals und Exclusives wie Preacher, Good Omens, American Gods, Invincible, Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, The Expanse,
Last One Laughing, The Boys. Und dann ist man irgendwann fertig. So, dann werden jetzt mal die Arme hochgekrempelt, ne? Frisch ans Werk ist halb gewonnen. Wer bingen will, muss freundlich sein. Das machen wir jetzt. So, auf geht's. So, und wenn ihr jetzt eure 216,9 Stunden genauso sinnvoll nutzen möchtet wie ich, dann guckt mal hier in die Infobox, denn da habe ich meine persönlichen Empfehlungen für euch bereitgestellt. Ja, das Beste, was ihr gucken könnt. Jetzt gratis 30 Tage testen und lächeln. Das Lächeln soll ich gar nicht sagen? Achso, okay.